Hallo und willkommen am Flughafen Frankfurt am Main und damit willkommen zu einem weiteren Let's Play oder Let's Flight mit dem Microsoft Flight Simulator 2020. Wir fliegen heute mit Air Heineken zu Deutschlands beliebtester Urlaubsinsel Palma de Mallorca. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange herum, sondern fertigen unsere Maschine ab. Machen uns startbereit und legen los. Ich wünsche hierbei viel Spaß mit dem Video und guten Flug und los geht's. So, und damit willkommen im Cockpit unseres A320. Wir schauen mal gerade nach draußen. Ja, wir stehen hier an einem kleinen Gate. Da steht unsere Maschine. Den Funk, den brauchen wir jetzt gleich, weil die Maschine ist noch im Cold-Dark-Zustand. Das hier sollte eigentlich heißen Air Heineken, aber scheinbar hatte der Platz für die restlichen Buchstaben nicht gereicht. Dann hat man eben, ja, ist das eben halt gekürzt, aber nichtsdestotrotz. So sieht jetzt hier am Anfang die Maschine aus, mit der wir jetzt gleich hier starten. Von Frankfurt aus in Richtung Palma. Ich würde sagen, wir klettern ins Cockpit, machen unsere Maschine startbereit, laden das Gepäck an Bord, holen die Fluggäste an Bord und legen direkt los. So, hier wieder im Cockpit angekommen. Schalten wir als allererstes mal die Bordspannung ein, das heißt Batterien, damit wir überhaupt auch einiges hier anfordern können. Somit holen wir uns erst einmal die externe Stromversorgung. Frankfurt Ground Air Heineken 26, could you please send a ground power unit? Air Heineken 26, a ground power unit is on the road. So. So, der ist jetzt schon mal da, dann holen wir uns die Jetway ran. Frankfurt Ground Air Heineken 26, could you please connect the jetway to the aircraft? Ja, so. Air Heineken 26, the jetway is going to be connected. Weil, wenn wir das schon in Betrieb nehmen, dann schalten wir hier die Außenbeleuchtung ein, beziehungsweise die Begrenzungsbeleuchtung. Der fängt jetzt hier gleich an zu piepen hier. Das unterbinden wir mal. Da hat er sich jetzt schon mit uns verbunden, das ist gut. So, und weiter geht's hier. Und wie gesagt, noch die Schalter für die Positionslichter. Die Flügelbeleuchtung. Drop Window. Hiermit starten wir jetzt dann nachher dann noch das Hilfstriebwerk. Da ist aber noch ein Moment Zeit. So, dann fordern wir mal. Was haben wir an Treibstoff? Weiß ich jetzt noch gar nicht. Müssen gerade mal noch ein bisschen was einschalten. So, 50%. Treibstoff haben wir noch an Bord. Das heißt, je leichter wir sind, umso besser können wir landen. Das heißt also, wir tanken jetzt erstmal nichts nach. Wir fordern den Gepäckservice an. Frankfurt Ground Air Heineken 26, could you please send the baggage? Air Heineken 26 baggage is on the way. So, derweil holen wir auch dann schon mal uns die Freigabe. Frankfurt Ground Air Heineken 26 ready to copy IFR clearance to Palma. Air Heineken 26 is cleared to Palma Airport as filed. Take off runway 25 center climb and maintain 6,000 feet. Departure frequency is 127.6.6256. Air Heineken 26 cleared to Palma Airport as filed. Take off runway 25 center climb and maintain 6,000 feet. Departure on 127.6.6256. Air Heineken 26 meter Holung is correct. Rufin SIEDI Boden Control auf 121.805 when SIE Beritzum Rollinson. Good day. Sehr gut. So, das heißt, wir haben schon mal die Freigabe. Sobald wir jetzt rausgedrückt worden sind, werden wir auch. Was macht denn der da? Geht denn der mit dem Gepäck um?
Ja. Habt ihr das gesehen? Na gut. Also wie gesagt, da müssen wir uns dann noch die Rollfreigabe holen. Und dann geht es auch dann schon zur 25 Center, wo wir dann auch abheben werden. So, wir gehen mal wieder nach drin. Das heißt, wir starten jetzt in Kürze das Hilfstriebwerk. Weiß ich, vielleicht haben wir Fluggäste, die mit uns jetzt, ja gut, bei 2 Stunden 15 wird grundlegend immer ein kleiner Snack gekauft. Das heißt, wir fordern den Verpflegungsservice an. Frankfurt Ground Air Heineken 26, could you please send the catering truck? Air Heineken 26, the catering truck is on the road. Sehr gut. So, und dann nochmal den Gepäckservice. Frankfurt Ground Lufthansa 325 Taxi to the gate. Der war jetzt schneller. Frankfurt Ground Air Heineken 26, could you please send the baggage? Air Heineken 26 baggage is on the way. So, jetzt wird aber anständig hier beladen. Ui, die externe Stromversorgung ist auch schon wieder gekappt. Das heißt jetzt für uns, wir starten unser Hilfstriebwerk. Werden wir jetzt auch gleich hören, wie es hochfährt. So, wir steigen. Das heißt, anfangs, wir steigen auf 6000 Fuß. Das stellen wir auch schon mal ein. Er ist natürlich wieder in der Kabine unterwegs, weil ich habe nichts anderes erwartet. Das hört man auch schon im Hintergrund, das Hilfstriebwerk fährt hoch. Dann lösen wir hier schon mal die Parkbremse. Wir sind ja noch mit Keilen festgestellt. So, der Catering Truck ist auch schon fertig. So würde das jetzt eben gerade hier vom Gebäude aus aussehen. Unsere Maschine. Aber es dreht sich immer wieder so schnell zurück, da bin ich noch nicht ganz richtig dahinter gekommen mit den Einstellungen. Aber das soll uns jetzt nicht belasten. Wir fliegen jetzt nach Mallorca. So, wie sieht's aus? Er dürfte fertig sein. Jetway kann auch schon weg. Boarding is completed. Lufthansa 325 hold position. Caution the generic on final. Frankfurt Ground Air Heineken 26. Could you please disconnect the jetway from the aircraft? So, genau. So, und da geht es auch schon los. Dann lassen wir uns jetzt auch schon rückwärts rausdrücken. Und los geht's. An unserem Haken jetzt. So, wir lassen uns jetzt mal gleich nochmal nach links drücken.
Air Heineken 26 requesting pushback tug to steer the aircraft to the left. Air Heineken 26, your request has been transmitted to the operator. Das hier sollen Airbus A380 sein. Frankfurt Ground Air Heineken 26 requesting pushback tug to push the aircraft straight. Air Heineken 26, your request has been transmitted to the operator. Ja, noch ein bisschen weiter hinten in das Feld drücken, weil sonst stehen wir nämlich hier genau in der Spur drinne. Weil wir sind noch nicht fertig, wir müssen die Triebwerke noch hochfahren. Ich denke, das reicht. Frankfurt Ground Air Heineken 26 requesting the end of pushback. Air Heineken 26 request to end pushback received. Perfekt. Ja, dann schauen wir mal eben an das Overhead Panel. Wir müssen die Treibstoffpumpen einschalten. Externe Stromversorgung ist aus. Jawohl. So, dann können wir auch schon die Triebwerke anfahren. Triebwerk 1 läuft an. Haben wir gerade gesehen, das linke Triebwerk ist schon angelaufen. Hier. Dann starten wir das zweite. So, die müssen beide jetzt erstmal auf Leistung kommen. Wir prüfen noch die Landeklappen. Funktioniert auch. So, dann holen wir uns derweil schon mal die Rollfreigabe. Frankfurt Ground Air Heineken 26, could you please connect the jetway to the aircraft? Air Heineken 26, we can connect the jetway to the aircraft. Please retry later. Lufthansa 6905, hold position, caution, the generic on the runway. Frankfurt Ground Air Heineken 26, with whiskey ready to taxi IFR. Air Heineken 26, rolling UND, Holden, Bay Runway 25 Center, via taxiway November 7, November, November 4, Lima, Lima 1. Roof in SIE 10, control to mouth 119.951 Barit. Taxi to and hold short runway 25 center via taxiway November 7 November November 4 Lima Lima 1 cross runway 07 center Lima Air Heineken 26. So. Triebwerke laufen auch jetzt gleichmäßig. Verstehe ja noch. Hold position Air Heineken 26. Steht zwar nicht, was da jetzt noch kreuzen sollte. So, die Klappen funktionieren auch. Frankfurt Ground Lufthansa 109er6 requesting pushback. Lufthansa 109er6 pushback request accepted. Lufthansa 6905 continue taxi. Ja, also ich sehe hier keinen Verkehr, der uns jetzt hier kreuzt. Wenn er uns, dann rollen wir automatisch los. Moment, fehlt noch was. Wenn wir jetzt rollen, dann müssen wir noch die Taxibeleuchtung einschalten.
Die sollten alle angeschnallt sein. Und dann rollen wir zur Startbahn. Frankfurt Ground, Lufthansa 109-6 requesting the end of pushback. Lufthansa 109-6 request to end pushback received. Air Heineken 26 continue taxi. Fällt mir jetzt ein. Roger, Air Heineken 26. Wir rollen schon längst. Außer eine hässliche Lackierung da von der Maschine. So, und somit rollen wir jetzt zu unserer Startbahn. Ach, die Leute, die denken, die jetzt, ist der Pilot besoffen, oder? So, die Fluggäste werden dann erst begrüßt, sobald wir in der Luft sind. So, da sind wir auch von der Startbahn nicht mehr weit entfernt. Asia.com, alles Flughafen Rhein-Main. So, da oben sieht auch soweit alles ganz gut aus.
So, und jetzt biegen wir hier ein. So, und mit holen wir uns jetzt gleich die Startfreigabe. Prüfen nochmal die Landeklappen. So, dann bleiben wir hier erstmal stehen. Und dann holen wir uns die Startfreigabe. Frankfurt Tower, Air Heineken 26 South Runway 25 Center of Flug Breed, IFR Knock Palma. Air Heineken 26 altimeter, 29.92 with 267 at 3. Caution the Airbus, E20 in taking off runway 25 left. Cleared for takeoff runway 25 center. Da startet noch eine andere von der anderen Bahn. Okay, bestätigen wir und wir schwenken ein. Auch nicht schlecht, der landet hier und ich kriege die Startfreigabe. Das glaube ich alles nicht. So, wir sind in Startposition. Wir geben 10 Grad Klappe, das richtet er sich automatisch ein. Dann würde ich sagen, auf geht's. So, und wir heben ab. Hier unten sieht man unseren Schatten noch.
26 is passing 3,600 feet, climbing 6,000 feet. Air Heineken 26 center altimeter, 29 decimal 902 continue new white cup circle as planned. So, soweit dazu. Jetzt schauen wir mal hier, was wir hier noch zu tun haben. Wir müssen den Schubregler noch auf Climb stellen. Das ist auch erledigt. Climb 14.000 Fuß, geht klar. So, wir sind auf dem Weg nach oben. Climb and maintain 14,000 feet, Air Heineken 26. Mal ein schöner Ausblick hier nach draußen. Sehr geehrte Fluggäste, im Namen von Air Heineken begrüße ich Sie an Bord unseres Ferienfliegers nach Palma de Mallorca. Unsere Flugzeit beträgt ungefähr 2 Stunden 5 bis 2 Stunden 30 ungefähr. Unsere Maschine heute ist ein Airbus A320. Sollten Sie Probleme oder Wünsche haben, so wenden Sie sich direkt an unsere Kabinencrew. Und nun wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns an Bord von Air Heineken. Mein Name ist Max 01, Ihr heutiger Flugkapitän. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Das sieht ganz gut aus in Maschine, also nicht schlecht. Grüße gehen raus an den Repaint-Ersteller. Na, jetzt habe ich sogar schon die Aufforderung auf 22.000 Fuß zu steigen, das bestätigen wir. Stellen wir noch ein. Dann sind wir auf Reiseflughöhe.
Heineken 26 Sieber Feinden 6, 300 feet BER Erwin Zeitwiesen and HE. Descend and maintain flight level 220. Center, Air Heineken 26 is type Airbus A20 entry miles southeast of Echo Delta Romeo Oscar flight level 225. Request flight following. Air Heineken 26 Ream Center. Squawk 2561. Squawk 2561 Air Heineken 26. Air Heineken 26 radar contact 5 miles south of Echo Delta Romeo Oscar flight level 225. Roger, Air Heineken 26. Reims Center, Air Heineken 26, 6 miles south of Echo Delta Romeo Oscar Urbit IFR Freigave, Nock Palma Empfangs Breed. Air Heineken 26 is cleared to Palma Airport as filed. Empfangs Breed, hat gerade gesagt. Air Heineken 26 cleared to Palma Airport as filed. Squawk 2561. Air Heineken 26, read back correct. Radar contact flight level 225. Wider your west on Sosol Drehan Sinaku and the wider Richdom 195 proceed on course, descend and maintain flight level 220. Wider Zia Wickpunkt Sosol Drehan SI Inaku ND Wider Richtung 195 proceed on course, descend and maintain flight level 220. Air Heineken 26. Ja, sind ein bisschen zu hoch geraten. Jetzt gehen wir wieder ein Stück runter und dann ist gut. Eieiei, was will dann der als von mir hier?
So, Übergabe bestätigen. Einstellen Center auf 127.600. Na bitteschön. Center Air Heineken 26 Flight Level 220. Air Heineken 26 Center, continue the wet pump circle as planned. Da soll ich natürlich den Weg zu meinem nächsten Wegpunkt fortsetzen, das ist ja ganz klar, das machen wir doch auch. Oh, schauen wir mal nach draußen hier. Es wäre eigentlich schon ein bisschen mehr bergig hier. Kann allerdings nicht sagen, wo wir jetzt gerade sind. Mal die VFR-Karte einschalten. Sind ein bisschen abseits von der roten Linie, aber das pendelt sich dann von selbst noch ein. Wir haben eh nachher noch einiges zu machen, zu überprüfen, ob das auch mit dem ALS-Anflug wunderbar klappt. Oh, da ist unsere Maschine. Wunderschönes Flugwetter. Da freuen sich die Fluggäste natürlich auch klanggleich auf ihren Urlaub. Erneut ein anderer Zuständigkeitsbereich. Stellen wir doch gleich wieder den Funk ein. Über Navlog können wir mal sehen, welchen Wegpunkt wir bereits hinter uns haben. Und wenn wir hier an der Karte ein Stückchen vorausgehen. Ab der Nummer 7 werden wir langsam aber sicher den Sinkflug einleiten. Ah, hier, wir stehen noch hier davor. Das ist klar. Das dauert noch einen Moment. Nee, ich kann mich nicht verrobben. Ich muss ja auch hier und da gucken, gell? Also. 127.6 für Ihr Heineken 26. Center Ihr Heineken 26 Flight Level 220. Ihr Heineken 26 Center. Continue the wet pump circle as planned. Ihr Heineken 26 Contact Ream Center on 128.3. Good day. Der eine schiebt mich zum Nein und der nächste wieder so rum, es ist unglaublich. 128.3 für Ihr Heineken 26.
name Center Air Heineken 26 flight level 220. Air Heineken 26 Rame Center continues to web punk cell cell as planned. Und viele andere sagen auch nichts als wie die anderen eben gerade. Dass ich meinen Weg aktuell zum nächsten Wegpunkt fortsetzen soll. Naja, machen wir doch auch. Also wie gesagt, das sieht eigentlich schon sehr bergisch da draußen aus. Immer stark in der Annahme, dass wir in der Nähe von der Schweiz sind und in Kürze auf den großen Teich rausgeht. Schauen wir mal, werden wir ja gleich sehen.
contact Zurich Center on 126.225. Good day. Going to 126.225, Air Heineken 26. Es war meine Vermutung schon richtig, dass wir jetzt hier im Bereich der Schweiz sind und müssen jetzt mit Zürich Center Verbindung aufnehmen. Zurich Center, Air Heineken 26, Flight Level 220. Air Heineken 26, Zurich Center, continues your wet pump circle as planned. So, und setzen unseren normalen Weg fort. Das ist ein ständiger Centerwechsel hier, das ist unglaublich. Also müssen wir wieder umändern. Der nächste ist dran, bitteschön. Going to 125.55, Air Heineken 26. Geneva Center, Air Heineken 26, Flight Level 220. Air Heineken 26, Geneva Center, continues your wet pump social as planned. So, die wissen Bescheid, dass wir weiterhin auf demselben Weg sind. Naja, ich denke jetzt mal in Kürze geht es jetzt auf einen großen Teich hinaus. Balearen. Wir haben noch ungefähr 28,77 nautische Meilen bis zum ersten Wegpunkt.
Das wäre so Saal. Wie gesagt, wenn wir dann den Weg passiert haben hier, Marmes, dann leiten wir langsam den Sinkflug ein. Aber schauen wir mal. Da ist noch ein Augenblick Zeit. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das MCDU. Da haben wir noch ein bisschen was zu überprüfen. So. Oder die Performance. Das ist dann für die automatische Anflug, die Approach. Ach, was macht er denn jetzt? Nimmt plötzlich, naja gut, okay. Das war eben der Schreck gewesen. Was passiert jetzt? Schmieren wir ab oder schmieren wir nicht ab? Jetzt sind wir über die Berge. Okay. Also, wir haben eine Anfluggeschwindigkeit von 158 Knoten. Geben wir hier ein. Anflughöhe 10.000, nein, wir gehen auf 4.000 Fuß und hier rein. So, damit sind wir erstmal hier. Die kommen dann später noch Wind, Geschwindigkeit etc. rein. So, jetzt gucken wir noch mal, ob die Frequenz stimmt für den ILS-Empfang. 109,90 ILS, Landebahn 24 rechts stimmt auch. Ja. Gut, okay. So, dann. Wir sehen, dass wir hier die Approach, die spinnt meistens manchmal, aktivieren tun. Da müssen wir öfter mal drauf drücken, bis sie dann auch so grün leuchtet wie hier die kleinen Knöpfe. So, jetzt haben wir eine aktiv, jetzt ist er auch grün. Bremsgeschwindigkeit, die Automatikbremse schalten wir auf Mittel und aktivieren die Speed Brake. Ach, die ist schon down. Oh, okay. Ja, damit ist jetzt eigentlich erstmal so grob alles für die Landeanflug auf Palma erledigt. So, und jetzt können die sich dahin auch mal ein bisschen bewegen. Das Anschnallzeichen abschalten. Taxi haben wir momentan eh nicht. Wir rollen nicht, wir fliegen. Lassen wir die Außenbeleuchtung, Scheinwerfer und so weiter aus. So. Dann mal schauen die gerade in die Checkliste rein. Die haben wir auch noch nicht gemacht. Battery as shelter. Ein. Extern Strom for sorting. Ein Falls for Fugbar. Treepworks generator. Ein slash feller engine. In Lufthung's shelter Treepwork. Ein. Haupt shelter Hilfs Treepwork. Ein. Hilfs dry ups work start. Generic EV3 contact Zurich Center on 126.25. Shubhebel. 126.225 for generic 883. Clear loud. Auswahl Shelter Treepwork Smittis. IGN slash start. Haupt Shelter Treepwork 2. Ein. Geneva Center Shamrock 403 is passing flight level 360 descending 10,000 feet. Ich versehen. Gerade beim Checklisten abarbeiten, den Schub weggenommen. Mal sehen, dass wir den wieder hochgeregelt bekommen.
Oh, jetzt steht er wieder richtig. Der Position muss er stehen. Gut. Also hätten wir so gesehen jetzt eigentlich die Checkliste auch abgearbeitet. Ah, jetzt sind wir über die Berge. Jetzt sind wir eigentlich auch richtig auf der Linie. So, jetzt geht's auf den großen Teich hinaus. Hier sieht man, wie schön die Triebwerke laufen. Wieso hat denn der so hoch die Geschwindigkeit? Nur mal die Kontrolle wegnehmen. Ach ja, ich sehe schon. Und schon beruhigt er sich. Dürfte eigentlich gleich hier unser erster Wegpunkt auftauchen, den wir passieren. Hey, der zweite ist das dann schon, beziehungsweise der dritte. Ja, wo der Herr ist hier, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach stimmt ja, wir sind ja heute ohne Co-Pilot unterwegs. Den schenken wir uns einfach heute. Hab die Maschine alleine hochgekriegt, dann kriege ich es auch alleine wieder runter. Natürlich mit einem elektronischen Kollegen, versteht sich.
Also nicht wundern, wenn ich ab und dann mal nichts sage, weil so einen langen Flug ja zu kommentieren ist nicht unbedingt erforderlich, da ja eh das Video, wenn es online geht, hin und her gespult wird. Schauen ab und an mal wieder nach draußen, vor uns noch weitere Berge. Ah, mit den Berge, das sieht klasse aus. Schön. Ja, wir haben jetzt auch eine Concorde im Bestand. Aber wie die jetzt geflogen wird, kann ich leider noch nicht sagen. Das müssen wir ausprobieren. Ja, aber die Flügelansicht muss ich mir doch was einfallen lassen. Das geht auch irgendwie einzustellen. Allerdings ist das nicht so einfach. Ist halt schade, dass alles immer so kompliziert sein muss. Als würde der Simulator nicht schon einen Haufen genug Geld kosten. Dann hat man noch nicht mal die Möglichkeit, jetzt noch mitgelieferte Kabinenansicht zu haben. Ist schon schade. So, jetzt haben wir den Wegpunkt Aslek wohl passiert. Schauen wir noch mal rein. Ja, jetzt kommt Risor.
Und ein sehr ruhiges Flugwetter. Das passt wunderbar. Oh, ich muss ja mal Marseille Center rufen. Mensch. Marseille Center, Air Heineken 26, ist Type Airbus A20 and 7 miles northeast of Lima Foxtrot, Lima Echo Flight Level 220. Request Flight Following. Squawk 003 for Air Heineken 26. Roger, Air Heineken 26. Marseille Center, Air Heineken 265 miles northeast of Lima Foxtrot, Lima Echo Orbit IFR Freigave, Knock Palma Empfangs Breed. Weiter Sie Wegpunkt 3 Sortrehen SI Inocuend Weiter Richtung 210, proceed on course climb and maintain flight level 225 Air Heineken 26. Air Heineken 26. Marseille Center Air Heineken 26 is at flight level 220, climbing flight level 225. Da könnte man jetzt runtergehen, ja, oder die nächsten Flughäfen ansteuern. Das habe ich aber gar nicht vor. Marseille Center, Air Heineken 26 is type Airbus A20 and 3 miles south of Lima Foxtrot, Lima Echo Flight Level 220. Request flight following. Squawk 4173 Air Heineken 26. Roger, Air Heineken 26. So, jetzt sollte es eigentlich wieder stimmen erstmal. So, müssen wir noch was durchgehen? Das haben wir alles gemacht. Das ist aktiv. Wir werden dann auch beim Anflug dann auf Palma den Landeweg Bezeichnungen mal deaktivieren, weil den brauchen wir ja wirklich nicht. Der schwenkt ja automatisch in den Bereich ein und setzt dann die Geschwindigkeit, also vom Autopiloten her zum Landung selber. Hier fliegt doch auch weit unter uns einer. Oder auch über uns, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Das habe ich eben erst gar nicht ihn als Tür wahrgenommen, aber stimmt ja, da hat er rechts und links hinten noch ein oder Einstieg und Ausgang allerdings gesehen, beziehungsweise so gesehen. Jetzt haben wir die Berge bald hinter uns. Ach, hier unten so habe ich auch noch nie gesehen gehabt. Hier unten. Die Flasche Heineken. Hier sieht man den Ulme, dass die Triebwerke aktiv sind. Können ja mal kurz das Fahrgestell ausfahren. So sieht's aus. Aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Schön. So, wir sind exakt auf 22.000 Fuß. Marseille Center, Air Heineken 26, cancel flight following. Marseille Center, Air Heineken 26, is type Airbus A20N 5 miles east of Lima Foxtrot 54 flight level 220. Request flight following. Squawk 6247, Air Heineken 26. Roger, Air Heineken 26. Da sind so einige Flughäfen in der Nähe, aber da würden wir ja nicht hin. Unser Reiseziel ist ja Palma und da wollen wir auch unsere Fluggäste hinbringen.
Hier bei MTG geht es dann über einen großen Teich. Da haben wir den Weg Divco. Das ist hier. Und dann in ungefähr hier bei Marmes setzen wir dann, verlassen wir die Reiseflughöhe und beginnen mit dem Sinkflug. Würde der denn jetzt automatisch die Flughöhe verlassen, sobald ich die einstelle, oder muss ich erst wieder den Autopiloten ein- und ausschalten? Er reagiert. Also so gesehen reagiert der Autopilot sehr gut.
So, jetzt verlassen wir langsam den bergischen Bereich, so wie es aussieht. Ja, och, was für ein Bild. Schön. Und steuern jetzt direkt auf den großen Teich hinzu. Ja, ziemlich Funkstille jetzt hier im Bereich. Gibt es wunderschöne Repaints für Airbus A320, 321, Airbus 330, 900, der Boeing 747, 787, 777. Ich packe einfach mal den Link mit in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch jedes Repaint von jeder Fluggesellschaft oder solche Spaß-Repaints heraussuchen. Es gibt ja natürlich auch die Air Haribo. Ja, ihr werdet es nicht glauben, aber es ist so. Air Haribo gibt es. Zumindest hier im Flugsimulator. Das ist jetzt auch noch mal so eine Bergkette hier vor uns. Bin mal drüber weg und dann irgendwo hier hinten geht es dann so über einen großen Teich. Also nochmal ein schöner Ausblick. Das sind extra nochmal solche Klappsitze. Na toll. Wollte ich nicht sitzen.
So, jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo wir zu unserem nächsten Wegpunkt kommen. Heißt also, jetzt geht's auf gleich auf den großen Teich hinaus. Na, jetzt geht's raus auf den Teich. Jetzt haben wir den Wegpunkt MTG hinter uns gelassen. Mal schauen. Jetzt haben wir noch den Wegpunkt Divco und Marmes. Und bei Marmes setzen wir, verlassen wir dann so langsam, aber sicher unsere Flughöhe, unsere Reiseflughöhe. Unten sieht man dann die Sonne sich im Wasser widerspiegeln. Nur da reinklatschen, sind wir erledigt, dass die ganze Maschine auseinanderbricht, beziehungsweise auseinandergebrochen. Wozu ich jetzt dem seine Displays heller mache, weiß ich natürlich auch nicht. Ist auch egal, der ist eh nicht da.
So, jetzt schauen wir mal, wo wir sind jetzt hier für den nächsten Wegpunkt. Das sind ja eigentlich noch über 53 nautische Meilen. Aber hier sind wir jetzt gleich in der Nähe, wo wir dann unseren Sinkflug einleiten werden. Hast du nicht mal gearg so weit? Ja, und dann werden wir absinken auf 6000 Fuß. Maschine hält wunderschön die Höhe. Ja, sie kann bis zur, wie die Maschine jetzt gebaut ist, als A320 bis zu einer Flughöhe von 38.000 Fuß erreichen. Das ist das Maximum. Reichweite von, wenn ich mich nicht irre, jetzt sollte es von ca. 8000 nautische Meilen. Wir gehen es mal richtig an. Also hat eine Maximalreisegeschwindigkeit von 840 Stundenkilometer, Maximalflughöhe knapp 12 Kilometer, also genau gerechnet 11.900 Meter. Reichweite bis zu 3.200 Kilometer. So sind unser aktueller, die aktuellen Daten von unserer Maschine, vom A320. Ja. Ja, der Airbus A320, so wie ich das ein bisschen so nachlesen kann, hat in einigem, was auch Betriebskosten anbelangt etc., die 737 von Boeing sowie die 727 weit übertroffen.
Oh. Hier fliegt parallel eine mit uns. So an linker Seite. Ob der jetzt über uns oder unter uns ist, müssen wir, weiß ich nicht. Muss mal rausschauen. Wenn, dann ist der sowieso hier ein ganzes Stück weiter vorne raus. Zumindest kann ich ihn nirgendwo ausmachen. So, jetzt kommen wir langsam zu unserem benannten Wegpunkt, wo wir jetzt auch den Sinkflug einleiten werden. Das heißt, wir fordern auch unsere Fluggäste auf, sich anzuschnallen. Auf geht's! Und
Sobald wir jetzt hier drüber sind, geht's runter. Er spricht immer noch nicht mit mir hier. Barcelona Center, Air Heineken 26 Tip Airbus A20N 40 miles east of Lima Echo Tango Delta Flight Level 220. Urbit Free Game FR Burgong in Charlie Luftraum. Squawk 1766 Air Heineken 26. Cleared through the Charlie airspace Air Heineken 26. Naja. Richtig spricht er immer noch nicht mit mir, aber gut, das hat er für umsonst. So, wir leiten den Sinkflug ein. Gehen anfangs auf 10.000. Und runter geht's. Und somit haben wir unsere Reiseflughöhe verlassen. Haben wir auch den in der Navigationshilfe den Landewegmarkierung ausgeschaltet. Das machen wir heute alles mal ohne. Wir könnten ein bisschen die Sinkgeschwindigkeit erhöhen. Bis jetzt nur unter uns Wasser, wo man hinschaut. Aber wie gesagt, wir haben die Reiseflughöhe verlassen und sind im Sinkflug.
Die Linie ja jetzt selber hier, wie hier auch wieder im Display, zeigt uns ja eindeutig, dass wir direkt auf Kurs sind. Also da brauchen wir uns jetzt erstmal keine Gedanken zu machen. Auch wenn der Bodenkontrolle mit uns nicht sprechen mag, das haben sie dann für umsonst. Umso mehr Ruhe herrscht hier im Funk. Wir die 10.000 jetzt gleich erreicht haben, warten wir einen kleinen Moment und stellen dann weiteren Sinkflug ein auf 5.000. Dann sind wir bereit für einen Landeanflug auf Palma. Selbst sogar unser Sprit hat gereicht, also haben wir nicht nachtanken müssen vor dem Start. Ja, wir können eigentlich komplett gleich weiter sinken auf 5.000. Dann haben wir das schon mal weg. Das stufenweise Absinken brauchen wir nicht unbedingt.
Die Sinkgeschwindigkeit noch mal ein bisschen erhöhen. Ja. Überall Wasser, wo man hinguckt. Der ist auch nicht wieder da. Ach, stimmt ja, der ist heute überhaupt nicht da. Da war ja was. So, das läuft alles, das ist gut. Mal hier langsam wieder anmachen. Das hier mit zu tun gehabt. Aber blinkt trotzdem. Oder der hier. Da war das der richtige Schalter. Gut, dann lassen wir das an. Hätte ich jetzt hier beinahe Corona gelesen? Nein, ist es nicht. So, jetzt erreichen wir auch gleich die Anflughöhe. Schauen wir mal aufs MCDU. Frequenz stimmt. Anflughöhe 4000, das ist okay. Anfluggeschwindigkeit 158, auch absolut okay. Gut. Oh, sind wir hinnehmer und er hat um 17.000 Fuß gesunken. Da will uns einer kreuzen. Das ist bestimmt weit. Irgendwann der kleine Punkt ist es hier. Haha. Schön. Was fliegt da über uns weg?
Na, wann erreichen wir Land? Oh, das dauert nicht mehr so lange. Ja, bei Inlandsflüge fiel mir jetzt nichts mehr Großartiges ein, weil bei vielen habe ich mal schon Testflüge gemacht und das war dann auch ein bisschen langweilig gewesen. Dachte ich mir, naja, jetzt nimmst du mal eine etwas längere Strecke, die dann zum Fliegen da ist. Den kann er denn so großartig das Video von Anfang bis Ende guckt, sondern immer mal weiterspult, das ist doch völlig okay. Macht ja jeder. Haben wir noch ca. 89 nautische Meilen, bis wir dann am Ziel sind. Die Herrschaften können sich dann noch mal ein bisschen die Füße vertreten, bevor wir endgültig zur Landung ansetzen.
So, jetzt müssen wir in Kürze Land unter haben. Nicht mehr über dem großen Teich sein. Wir schalten mal in die Außenansicht. Man würde jetzt glauben, die Maschine steht in der Luft. Ja, und der will mit mir nicht sprechen hier. Ich weiß nicht warum. Jetzt mal. Naja, nicht mehr weit. Dann haben wir auch dann schon wieder Land unter, wie man so schön sagt. Man kann hier schön weit in der Ferne schon sehen.
Nein, wir stehen nicht in der Luft. So, es sind so knapp 46 nautische Meilen, bis wir das Ziel erreichen. Das sieht jetzt alles so niedrig aus, weil wir nur noch auf 5000 Fuß sind. Aber hier ist jetzt gleich unser Ziel.
So, Speedbrake ist eingeschaltet. Automatische Bremse ist auch auf Mittel eingeschaltet. Ja. Dann sind wir ja so gut wie klar zum Anflug. Also grafisch gesehen ist das ja alles total geil umgesetzt hier. Und immer noch Funkstille. Man denkt jetzt, die Inseln sei klein, aber dann kann man sich aber auch wirklich optisch täuschen hier. Ah, das ILS-Signal haben wir auch schon empfangen. Und hier geht es jetzt gleich auf den Teppich. Das heißt, wir fliegen jetzt gleich mal eine kleine Rechtskurve. Palma Tower Air Heineken 26 is 23 miles northeast 5,000 feet with India to land. Der Funk kaputt war auf einmal oder wie? Dann eben nicht. Wir haben ILS-Signal. Da schwenken wir jetzt ein. Sehr schön. Sinken ab auf 4000.
Somit leiten wir jetzt den Landeeinflug ein. So, ich denke, wir sind schon im Anflug. So, jetzt nähern wir uns der Landebahn. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr von sich sparen. Wunderbar rein. Sixty.
50, 40, 30, 20. Retard 5. So, wir haben aufgesetzt. Wunderschöne Landung. So, wollen wir gleich die Bremse wieder lösen. So, nächste Ausfahrt nehmen wir. Hier könnten wir gleich die Landebahn verlassen. So, und dann bleiben wir hier kurz mal stehen. Schauen jetzt gleich mal, wie es hier weitergeht. Willkommen in Palma de Mallorca. Mit unserer Air Heineken. So, dann schauen wir mal, was das hier, was sich hier auf dem Funk tut. Die Klappen können wir einfahren. Palma Ground Air Heineken 26 Taxi to the Gate. Der Funk ist kaputt. Taxiing to Gate 48 via Taxiway November 5 Delta Whiskey 5 Echo Lima Foxtrot Lima Golf Air Heineken 26. Gut, dann rollen wir zum Gate. Dreamliner, der da in der Höhe schwebt. Ach, wo will der denn hin? Weiche mal lieber gleich mal aus. Das ist nicht normal.
Sehr geehrte Fluggäste, wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Flug hatten. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord von R. Heineken begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen nun einen angenehmen Aufenthalt, einen schönen Urlaub hier auf Palma de Mallorca. Ja, genau. Da ist auch schon unsere Parkposition. Leute machen sicher 20 Kreuze, wenn sie jetzt gleich aussteigen dürfen. Er steht schon da und winkt uns rein. Noch weiter. So, da wären wir. Jetway kommt auch langsam ran. Hervorragend. So. Ja, dann schalten wir erstmal die Triebwerke ab. Er fängt schon wieder an zu piepen. So, wir stehen. Dann schalten wir erstmal die Treibstoffpumpen ab. External Power. Triebwerk ausschalten. Hier schalten wir auch alles ab. Die können abschnallen. So, und dann schauen wir mal nach draußen. Ja, so sieht das aus hier, Palma. War nicht arg so großer Flughafen. Aber wir haben es hierher geschafft. Das ist doch schon mal prima. So, dann schauen wir mal, dass wir noch hier den Packservice schnell rankriegen. Da haben wir. Palma Ground Air Heineken 26, could you please send a ground power unit? Palma Ground Air Heineken 26, could you please send the baggage? So, und dann haben wir das jetzt nochmal eingeblendet, damit die Maschine jetzt gerade entladen wird. Gut, Freunde, ich hoffe, das Video gefällt euch ein bisschen. Die Landung war meiner Meinung nach sogar noch besser als wie im letzten Video mit dem RA-Bus A330-900. So sieht es jetzt noch mal aus, unsere R. Heineken. Dann verabschiede ich mich hier aus Palma de Mallorca. Wünsche viel Spaß beim Anschauen mit dem Video. Ihr wisst ja, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, freue ich mich gerne, wer ihn abonnieren tut. Und sage bis zum nächsten Let's Play Video. Ciao, ciao, bye, bye.